nach dem EU-Beitritt, nach 1995, haben wir uns eigentlich überlegt, was wir in Zukunft machen können. Weil eben mit 60 Schweinen waren wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Entweder die Schweinemast vergrößern oder sich was anderes suchen. Und unseres war dann eher das, Produkte in der Region vermarkten, die regionale Gastronomie und Top-Gastronomie zu beliefern. Also unser Hof produziert Eiweiß, Futtermittel, Sojabohnen, Getreide, Weizen, Mais, Zuckerrüben, jetzt auch dann in Zukunft für Biozucker, Kartoffeln, 10 verschiedene Sorten, Frühkartoffeln, dann kommen die Speisekartoffeln, die Raritätenkartoffeln und die Lagerkartoffeln. Das macht irrsinnig viel aus. Die Kunden kommen am Hof zu jeder Tageszeit, auch wenn wir am Feld sind. Sie wissen, was die Produkte daherkriegen, wo sie lagern, gehen im Hofladen, suchen sie die besten Sachen raus, was sie halt wollen. Und der Geldbetrag wird dann bei uns in die Kasse eingeschmissen, das was auch wieder auf Vertrauensbasis passiert. Einfach das machen, was einen Spaß macht, sage ich mal. Das muss dir selber Spaß machen. Du musst dich für was interessieren. Lebenslanges Lernen, also es gibt keinen Zeitpunkt, wo es aus ist und man braucht nichts mehr tun. Man muss immer in Bewegung und am Ball bleiben. Schauen, dass man neues Wissen daherkriegt, dass man sich mit anderen Berufskollegen austauscht, weil jeder hat irgendwie gute Tipps. Man muss jedem ein wenig zuhören. Und durch den kannst du ein großes Ganzes schaffen.